machen, weil da oben ist ein Vieh. Zack, zack, bam, und down bist du. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen. Das coole Abenteuerspiel. Beziehungsweise Rollenspiel. Beim letzten Mal sind wir hier reingelatscht. Mit ein paar Leute gesprochen. Die haben ein Bruchstück von einem Goldschwert gefunden, ein Schwertknauf. Und es gibt ein paar Leute, die uns hier verprügeln wollen. Und ja. Eigentlich wollte ich Rollercoaster Tycoon 1 aufnehmen, aber es funktioniert leider nicht. Was ich ziemlich schade finde. Ich hätte euch gern gezeigt, wie ich da so rumbaue und so weiter, aber leider geht's nicht. Hab's mit zwei verschiedenen Aufnahmeprogrammen versucht, aber wird nichts draus. Aber ich habe da, denke ich mal, einen Ersatz parat. Auch ein Simulationsspiel. Nur bin ich schon mal beim Überlegen, ob ich das nehme oder ob ich ein anderes Spiel Let's Play. Muss ich mal gucken. Erstmal gucken wir, was hier noch so läuft. Sam Penn. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Broga, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es! Oh je. Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Bordell hört sich gut an. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut. Wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir noch mal darüber reden. Ich werde mal mit Broga darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Broga an. Okay. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Sei doch mal nicht so ein Pisser. Du bist ein Weich... Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Broga fähig ist. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Ja. Dann stell nicht so blöde Fragen. Schon gut. Ich dachte, ich frag lieber mal nach. Ich hab damit nicht angefangen. Du wolltest dich um die Scheiße kümmern. Ich hab dich nicht darum gebeten.
Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Okay, ich hätte zwar jetzt das S auswählen können. Mit dem ich klatsche gleich eine. Aber ich wollte nicht das Risiko eingehen, eine Prügelei anzufangen, weil wirklich stark bin ich nicht. Deswegen lieber Kämpfe vermeiden, wenn es geht. Handlanger, Clay, Dwight. Erstmal das Zeug hier einsammeln. So. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hawkins. Er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Ja. Es sollen alle gestorben sein. Clay. Hm. Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Doch, dir auf den Nerven zu gehen. Was machst du hier? Blöde Frage, ich schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Worauf passt du hier eigentlich auf, hä? Hat dich Broga geschickt, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Nicht direkt. Dann hau doch einfach wieder ab. Nö. Sowas hat noch nie jemand gesehen. Am Ende sollen wir uns noch darum kümmern. Und da ist auch direkt eine Spitzhacke. Hier ist was vergraben. Ja. Zack. Schaufel rein, Erde weg. Schaufel rein, Erde weg. Schaufel rein, Erde weg. Über sowas macht sich doch keiner Gedanken. Jetzt die Kiste ausbuddeln. Rausheben. Ganz schön staubig. Was zum Bürger ist da passiert? Ah, Anlass nehmen. Sowas hat doch nie jemand gesehen. Dann nehme ich mal die Spitzhacke mit. Keiner hat was gemerkt, super. Einfach lieber nicht. Hier oben geht's auch lang, so wie es aussieht. Ein bisschen dunkel. Ich gehe einfach mal da weiter nach oben, obwohl. Ne, ich gehe da ein bisschen weiter gucken bei den Leuten. Jetzt nicht einfach irgendwo doof rumlatschen. So. Haben wir das Zeug mal ein bisschen eingesammelt. Hawkins, wo ist der denn? Twilight Handlanger. Ah, war nicht das der Hawkins? Ihr könnt mich ja mit Namen merken, ist nicht so mein Ding. Ich hoffe, es ist wichtig. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. So ein Mistkerl! Beppo wird im Sechseck springen, wenn er nicht bald die Artefaktkisten geliefert bekommt. Und jetzt? Man müsste dem Mistkerl mal so richtig den Hosenboden langziehen. Ja, mach das. Ich soll das machen? Vergiss es. Ich leg mich doch nicht mit ihm an. Du bist ein Held. Aber ehrlich. Vielleicht kriegen wir das.
Vielleicht kriegen wir ihn dazu, dass die beiden sich so verkloppen. Es reicht. Du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Oh, tja. Wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. Geht doch. Warum nicht gleich so, Junge? Ich hoffe, ich kann mir mitnehmen und verscheffeln. Beziehungsweise verscherbeln. Ein Huhn. Okay. Dann können wir dem jetzt ja Bescheid sagen, dass er wieder arbeiten geht. Vielleicht. Ich hoffe, es ist wichtig. Ja. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. 5 Gold. Toll. Sehr gut. Mach das Viehzeug platt. Mehr davon. Hab ich. Da ist noch ein Kraut. Handlanger. Einfache Kiste. Au. Hey. So wird das gemacht. Questerfolg. Okay, die ekligen Insekten sind fertig. Dann wird es auch schon mal fertig. Ich gehe mal nicht zu tief hier in den Sumpf rein, beziehungsweise außerhalb der Menschen, die hier rumlatschen. Heugabel. Okay. Ha. So. Einfach Truhe. Gibt es da drüben irgendwas? Bestimmt. Oh ja. Es gibt in der Tat was. Und zwar diesen mickrigen, blöden Moorleichen. Aua. Ich würde mal sagen, ich bin tot. Nein! Verdammt! Ich helfe dir! Okay. Dann helfe ich dir. Fuck. Schnell den Trank nehmen. Fuck, der hat einen getötet. Hier. Yes. Genau. Knüppel. Naja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gold. Einfache Truhe. Okay. Verdammt. Jetzt wisst ihr, warum ich ungern hier außerhalb der Wege laufe. Es gibt einfach zu viele Viecher in dem Sumpf hier. Okay, da gibt es auch ein bisschen Zeug. Bruchstück eines Schwertes. Okay, da haben wir schon mal das erste. Abspeichern nicht vergessen. Nehmen wir mal den Zeug hier mit. Schaden kann es ja nicht. Nehmen wir mal das Zeug damit. So.
Teil zum Ausbuddeln. Und ich glaube, es gibt eine Mission, wo man die Sachen ausbuddeln muss. Da ist ein Wurm. Schon mal abspeichern. Da ist nur so ein blödes Stachelding. Stachelschweinvieh. Junge Stachelratte, junge Stachelratte, Stachelratte, Stachelratte. Es gibt auch noch so einen Sumpfgolem, glaube ich, irgendwo. Den kann ich euch mal zeigen, wenn ich mich nicht irre. Da ist noch ein blöder Wurm. Da ist auch wieder nur so ein Stachelschweinvieh. Da ist eine Höhle. Okay, dann gibt es dann wohl doch nicht diese Viecher. Luis. So allein hier draußen? Was? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja. Schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du bist Sternhagel-Vollkollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die Weißen. Die Jungs von Inquisitor. Inquisitor. Sag ich doch. Okay, ein vollbetrunkener. Oh mein Gott. Was weißt du über die Weißen? Die fegen das ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tag anfängst, dann fängst du an zu saufen. Ich hasse es immer, klicke ich automatisch auf die rechte Maustaste. Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen! Alles Arschkrampen! Die bescheißen sich da gegenseitig! Kannst dich auf keinen verlassen! Ich trau dir jedenfalls keine mehr! Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger! Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie! Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Brogar nur die Kämpfer unter sich, aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Brogar will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Du scheinst eine Menge über Brogar zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Brogar. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ja, ja. Du suchst eine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du wohl schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Gut, dass wir so viele Flaschen gefunden haben.
Hier, was weißt du über die Bruchstücke des Goldenen Schwertes? Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat eins. Ich war ihn schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot eben. Der hat auch eins. Und der blöde Bruder, klar. Der sitzt da drauf wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. Ach, sag bloß. Ein Bier für das goldene Bruchstück. Nur eins, das mindestens zwei wird. Also gut. Hier hast du zwei Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. Ich danke dir. Ah, du kriegst noch mal eine Flasche umsonst. Ja, die Flasche bekommst du umsonst. Schon gut. Hab grad keine Frage. Schade. Jetzt haben wir 2 von 5 Bruchstücken. Wäre das da? Einfach quer durch. Da wird schon nichts passieren, hoffe ich. Aber ich würde mal sagen, es ist wieder Cut-Time. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren, liken, freuen, wenn ihr kommt, ihr nicht vergessen. Und dann bye bye und tschüssi, Kowski.